Ja, im Programm stand drin, dass mein Vortrag auf Englisch gehalten wird. So if anyone insists me doing this in English, please leave now. Right? Ich mache das in Deutsch, okay? Ich glaube, wir sind hier alle der Sprache mächtig. So, Storytelling in VR, spannendes Thema hier auf der Hackvention. Denn jeder technologische Fortschritt im Medium Film hat das Problem mit sich gebracht, dass die Narration, die Story irgendwie dieses Medium nutzen musste. Jedes Medium hatte seine eigene Filmsprache, wie es so schön heißt. Das begann so in den frühen Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts natürlich mit dem bekannten Stummfilm. Stummfilm als Medium musste sich visuelle Hilfsmittel wie diesen Tontafeln bedienen, um die Story zu erzählen und natürlich besonders ausdrucksstark im Acting. Ah, der Herr Kollege wollte das Video an der Stelle starten. Bitte. Oder eben besonders ausdrucksstark im Acting. Storytelling in Stummfilm. Nun, im nächsten Entwicklungsschritt der Filmindustrie kam dann zum Glück der Tonfilm auf. Ja, und Klangeffekte, sogenannte USOs, Unknown Sound Objects und Tonteppiche haben den Film vertont und haben die Story untermalt. So dass George Lucas ja dieses bekannte Zitat abgab, dass Film aus seiner Sicht 50% der Experience ausmacht, Ton. Hätte George Lucas nur 80 Jahre früher gelebt, wäre die ikonische Szene in Star Wars 1 vielleicht so ausgefallen. I'm your father, Luke, nicht so spektakulär vielleicht. Dann ging es weiter zum Farbfilm. Wir alle kennen hier von Rodriguez Sin City. Gold is dead. I've been framed for murder. And the cops are in on it. Excessive use of color grading, um die Story des Films zu untermalen und Gefühle und Emotionen wirklich zu beherrschen. Ähnlich hat es Zack Snyder dann einige Jahre später mit 300 gemacht. Sie kennen den Film. So, da ist er. Oh, sehr schön gegradet. Nun, die technische Entwicklung ging weiter und so musste sich auch die Filmsprache weiterentwickeln. 2009, gerade 7 Jahre her, hat ein Film die Medienlandschaft nachhaltig verändert und hat das Thema 3D plötzlich auf die Kinoleinwände und die Fernseher dieser Welt gebracht. You are not in Kansas anymore. You are on Pandora. Right. You're in Hannover now. So, mit Avatar wurde, wie gesagt, die Medienlandschaft nachhaltig geändert. Die Filmsprache 3D war so ein neues Medium, denn plötzlich wurde nicht mehr auf der Leinwand Story erzählt, sondern die Leinwand wurde durchbrochen durch das Medium Film. Dinge konnten in den Zuschauerraum wandern, die Dinge konnten hinter der Leinwand stattfinden. Und man konnte plötzlich Raum als Storytelling-Element nutzen. Das war so spannend, dass ich einige Jahre vorher, 2009 sogar, den Invasion Short Film Contest startete, mit einer recht illustren Jury. Damals, die Studios hatten das gleiche Problem wie heute. Man stand etwas ratlos vor dem Thema Storytelling in 3D in dem Zusammenhang. Was tun wir in 3D? Wie benutzen wir den Raum, um Nähe oder auch Distanz zu vermitteln? Es gab einige schöne Preise zu gewinnen. The Foundry kennen Sie wahrscheinlich. Maxon und einige andere haben Preise im Wert von 20.000 Euro bereitgestellt. Und der Gewinner war eine Französin mit dem Shortfilm Reminiscence. Der ist auf YouTube verfügbar oder auf ihrer Webseite. Die Dame ist now in Hollywood und produziert Filme in 3D und Virtual Reality. Nun, Virtual Reality, da sind wir endlich. Ich möchte das aufgreifen, was Michael Abrash von Oculus, Chief Scientist, auf den Punkt brachte. In Virtual Reality haben wir eine völlig neue Filmsprache. Denn ich zeige nicht mehr nur Dinge, die der Zuschauer passiv konsumiert, sondern ich bringe den Zuschauer an Orte. An virtuelle Orte, in denen er Dinge erleben oder sehen kann. Und das ist der entscheidende Unterschied zu allen bisherigen Filmsprachen, die wir hatten. Wir reden nicht
von interaktiven VR-Experiences in diesem Style, ja, in der irgendwie ich Zombies abschießen muss, da sind wir im Bereich des Gaming. Sondern wir reden von Dingen, die etwas interaktiver und spannender sind. Sie haben vielleicht The Martian in 3D gesehen. Nun, es gibt auch, Fox hat das The Martian VR-Experience installiert. Und Robert Stromberg, der auch an Avatar als Art Director, als Production Designer beteiligt war, hat nochmal deutlich gemacht, dass sich bis heute eigentlich keines der großen Studios herantraut, in VR-Stories zu erzählen. Außer in Spielen. Spielehersteller erzählen durch Interaktionen eine Geschichte oftmals. Große Studios in Filmproduktionen tun sich da sehr, sehr schwer. Zumal es auch kein breites Massenmedium gibt, um diese Produktion dann auch zu spielen und erlebbar zu machen. Doch klären wir zuerst einige kurze Begriffe, wenn wir über VR-Experiences reden. Ja, unterscheiden wir drei Level der VR-Experience. Level 1 ist das, was Sie im Oculus Home-Menü zum Beispiel finden. Ja, Oculus Video und Oculus Foto. Das ist passives VR. Sie setzen sich hin, ziehen die Brille auf und schauen sich Dinge in 360 Grad an. Level 2 ist Interactive VR. Das ist dann der Schritt nach vorne. Das ist das, was wir hier auch oft sehen. Das ist quasi klickbare VR-Experience, in denen ich Dinge, in denen ich mich bewegen kann, Informationen abrufen kann und mit meiner 3D-VR-Umgebung interagieren kann. Und dann haben wir natürlich Level 3. Level 3 ist das klassische Spiel aus PlayStation 4 VR oder PlayStation VR, nutzt nur Level 3 und viele andere Experiences nutzen Level 3. Komplett interaktive Worlds, in denen ich mich zum Beispiel in der HTC Vive durchbewegen kann und Dinge aus anderen Perspektiven betrachten kann. Nun, heute möchten wir uns über Storytelling im klassischeren Sinne kurz unterhalten. Und dazu ist es wichtig zu wissen, dass VR ja ein eigentlich recht einsames Medium ist. Jeder, der sich die Brille anzieht, schottet sich damit automatisch von seiner Umgebung ab. Das heißt, was der Traum eines jeden Marketingmannes ist, ja, dass hier sein Zuschauer nichts anderes mehr sieht. Das ist für den Storyteller natürlich auch sehr spannend, aber wichtig zu berücksichtigen. Denn in Virtual Reality, wie ich eingangs sagte, ist der Zuschauer oder der Zuschauer der Mittelpunkt der Geschichte. Wie Michael Abrasher sagte, sie transportieren den Zuschauer an einen anderen Ort, in eine andere Realität. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, VR hat kein Framing mehr. Vorher musste ich mich über das sogenannte Staging und Framing im Filmbereich Gedanken machen. Wo positioniere ich das Decorating the Set? Wo positioniere ich Objekte? Ist das Licht sichtbar? Ist die Kamera sichtbar, wenn ich jetzt nach vorne filme? Ja, nein, vielleicht. In VR habe ich keinen Frame mehr. Ergo, alles ist sichtbar. Alles, was die Kamera sieht, wird auch von der Kamera gesehen. Ergo, nachher vom Zuschauer. Nun, was bedeutet das konkret für uns? Ich muss mich konzentrieren auf ca. 210 Grad interessanten Bereich. Ja, in VR, haben Studien ergeben, habe ich ungefähr 210 Grad Areas of Interest. Menschen tendieren dazu, sich nicht umzuschauen. Wir haben eben kurz gesprochen hier. Auch sie müssen schon massiv triggern hinter ihnen, damit sich irgendwer umsehen, muss sich bedroht fühlen. Dann schaut man sich um, reflexiv. Sonst leider nicht. Das heißt, in VR erzähle ich meine Geschichte vorne und muss darauf achten, dass der Zuschauer in dem Moment, in dem die Geschichte weitergeht, auch gerade nach vorne guckt. Wie mache ich das? Durch Audio-Clues oder durch natürlich visuelle Clues. Ja. Ich kann also wirklich einen Erzähler oder Protagonisten im Bild haben, die auch von links nach rechts gehen, aber die müssen die Attention des Viewers ganz klar directen. Was sie nicht tun dürfen, in Star Trek hat das funktioniert, sie dürfen ihren Zuschauern nicht durch die Gegend beamen. Also Schnitt, sprich beamen heißt, die Kamera darf sich eigentlich nicht verändern. Sobald sie zoomen oder die Kamera animieren oder bewegen, Dollies, tödlich in VR. Denn passive Bewegung führt dazu, dass man sich schlecht fühlt, dass das Innenohr ihnen sagt, wenn sie schauen, ich bewege mich, aber ich bewege mich ja gar nicht. Das war schon ein Riesenthema in 3D und es ist jetzt wieder ein Thema in VR. Also nicht schnell schneiden, Kamera möglichst nicht animieren, nicht bewegen, statisch lassen und die Bewegung von Kamerastandort zu Standort irgendwie in die Story mit einbauen. Also durch oder durch den User triggern lassen. Meine Empfehlung ist eigentlich, treat viewers as like real people. Das heißt, stellen Sie sich einfach vor, die Kamera hätte einen Best Buddy und das ist der Zuschauer. Und dahin, wo die Kamera geht, darin nehmen Sie den Zuschauer mit. Und Sie müssen alles, was Sie mit einer echten Person machen würden, auch in VR machen. Von wegen, ich zeig dir was. Oder klick mal hier drauf, dann kommst du dahin. Erzählerisch erklären, warum jetzt ein Ortswechsel stattfindet. Entweder so in die Story verweben, dass es Sinn macht,
den Zuschauer selber triggern lassen, den Ortswechsel, oder aber durch entsprechende Narration oder Schauspieler den Zuschauer einfach mitnehmen. Aber wir sind ja jetzt hier nicht zum Spaß, sondern wir möchten Geld verdienen als Unternehmer. Und da ist Storytelling, narrative Storytelling, eigentlich zweitrangig. Was ich machen möchte, ich möchte Virtual Reality und Augmented Reality nutzen, um in irgendeiner Form Geld zu verdienen. Böse gesagt, eine Tool to Increase Profit ist ja leider die Realität. So, und wie könnte ich das besser machen, als VR und AR ganz praktisch zu nutzen, um Kosten zu sparen oder effektiver zu vermarkten? Zum Beispiel im Training, es ist naheliegend, dass VR Stories an meine Mitarbeiter vermitteln kann. Es ist klar, dass VR meiner Company einen Competitive Advantage geben kann, indem ich meine Unternehmensgeschichte oder meine Produkte, meine Services besser vermarkte als andere. Im Marketing natürlich ganz klar. Ich sagte eben, VR ist a marketer's dream. Ja, der Kunde sieht nichts anderes, sondern nur meine Story. Nur diese Story muss ich natürlich intelligent produzieren. Und für Trade Shows und Exhibitions. Wir sind hier auf dem Gelände der Hannover Messe. Es bietet sich natürlich an, Messen in VR zu verlängern oder auch Messeauftritte Zuschauern zu ermöglichen, die nicht lokal vor Ort sind. Da sind die Möglichkeiten sehr, sehr vielfältig. Und wir bei Hashplay haben uns überlegt, wie machen wir das? Wollen wir ein Tool? Es gibt Tools, die Apps bauen lassen. Mit denen können Sie eine VR-App bauen, mit denen können Sie Dinge lokal irgendwie zusammenstellen, um damit eine VR-Experience zu bauen. Und wir haben uns dafür entschieden, so eine Art VR-Net, ein VR-Web haben wir es hier genannt, zu bauen, in dem quasi wie im Web der Zuschauer von Ort zu Ort browsen kann. Und wir möchten Unternehmen und Privatleuten die Möglichkeit geben, die einzelnen Orte sehr, sehr schnell zu editieren mit vorhandenem 360-Grad 2D- und 3D-Filmmaterial und hier zusammenzustellen, wie hier in diesem Composite aus einem CAD-Rendering und einer 360-Grad-Umgebung. So, diese Umgebung können wir sehr, sehr schnell mit dem Editor, unserem VR-Creator, der hier im Bild ist, erstellen und geben Ihnen damit ein Tool in die Hand, nicht nur eben Dinge zusammenzustellen, sondern auch direkt zu publishen. Sie sehen hier unten links gibt es so zwei Buttons, da gibt es Publish und Share. Mit Publish stellen Sie Ihre virtuelle Location oder die Experience direkt online und Kunden auf der ganzen Welt können mit der App sofort draufgehen und sich ansehen, was sie denn da hochgestellt haben. Mit Share haben wir die Möglichkeit, die Experience auch sofort auf Facebook und sozialen Medien zu sharen. Und jeder, der draufklickt, hat die Möglichkeit, sich es auf dem PC anzusehen. Es sei denn natürlich, er klickt auf dem Handy drauf, dann launcht die App und der Kunde ist in Ihrer virtuellen Umgebung, die Sie vorher gebaut und definiert haben. Anders als viele andere gehen wir den Ansatz, zum Beispiel bestehendes Marketing- und Videomaterial nicht einfach zu overlayen, sondern Teil der Experience zu machen. Und wie sowas aussieht, zeigen wir vielleicht mal gerade hier in echt. So, da kommt auch schon vorsichtig reingeschoben, der Editor. Das ist unser VR-Creator. Zu finden auf unserer Homepage unter Create, natürlich Menüpunkt Create. So, hier haben wir mal eine vordefinierte 360-Grad-Umgebung reingeladen. Ja, bleibt mal stehen auf dem Bild rechts. Auf dem rechten Bild zur Leinwand, bitte. Ja, danke. Löscht mal die Fläche da bitte, einmal weglöschen. Ja, da, genau. Ja, da drauf klicken und Delete drücken. Ah, so, da klick und einmal deleten. So, da sind wir auch schon. Also, anders als viele andere Tools overlayen wir nicht einfach Videomaterial, bestehendes Material, sondern wir machen dieses Material Teil der Umgebung, um die Illusion der Präsenz nicht zu brechen. Weil der Kunde befindet sich beim Ansehen ja in dieser Eventhalle. Und wir möchten, und so wie in einem richtigen Event nicht plötzlich eine Leinwand zack vor Ihnen im Raum schwebt, so machen auch wir die Leinwand Teil der Experience. Deswegen, sobald Sie hier diese Leinwand markieren als Screen, wird 2D- und 3D-Material auf dieser Leinwand wiedergegeben. Also genauso sind wir hiermit in der Lage, Locations, wie wir sehen, also Orte, virtuelle Orte, zu lokalisieren. Sie können also unterschiedliche Inhalte für unterschiedliche Länder oder auch zu timen. Das heißt, Sie können die Karte des Tages einblenden.
Also Dienstag bis Mittwoch wird das Menü angezeigt, Donnerstag bis Samstag ein völlig anderes Menü. Und so Ihre Virtual Reality Experience immer auf dem aktuellen Stand halten. Das natürlich für Hotspots, Sie mit Hotspots in der Lage sind, von Location zu Location zu gehen, sich also quasi zu bewegen, virtuell getriggert zu bewegen oder 360 Grad Videos zu starten, ist natürlich selbstverständlich. So, also dieses Tool ist das, was wir gerne Ihnen und der Industrie an die Hand geben möchten. Es ist auch jetzt live auf unserer Webseite an die Hand geben möchten, um Ihre Marketing, Sales, Training Stories zu erzählen und direkt an den Kunden zu veröffentlichen. Herzlichen Dank.